Das RTL-Sommerhaus der Stars. Oder wie es Programmplaner nennen, Reste senden. Die Promi-Pärchen werden in ein Haus gesteckt und besprechen wichtige Dinge. Irgendwer riecht von euch riecht nach ungetrockneter Wäsche. Ungetrocknet. Es hat vorhin schon mal jemand gesagt. Kann das eine Jacke sein? Aufregend. Das Sommerhaus der Stars scheint aus lauter anderen Trash-Formaten zusammengezimmert zu sein. Aber das ist beim Fernsehen ganz normal, denn hier darf noch hemmungslos geklaut werden. Schauen wir uns mal die krassesten Kopien an und finden wir raus, wie weit man gehen kann. Denn dreist kopiert gut. Prominente werden in ein Haus gesteckt und von Kameras 24 Stunden lang am Tag beobachtet. Sie müssen Spiele gegeneinander spielen und am Ende nominieren sie jemanden, der ausziehen muss. Promi Big Brother? Nein, das ist das Konzept von RTLs Sommerhaus der Stars. Oder wie man auch sagen könnte, die frechste Kopie von Ideen seit dem deutschen Breaking Bad. Selbst die Kandidaten haben sie aus anderen Reality-Shows übernommen. Julia Siegel und Nico Schwanz, Dschungelcamp-Veteranen. Genauso wie Helena Fürst. Wenn du sexuell unbefriedigt bist, dann red von mir aus mit dem Baum auch. Aurelio Savina, Ex-Bachelorette-Kandidat. Manni Ludolph, der hatte immerhin seine eigene Reality-Doku. Und Martin Semmelrogge, Ex-Promi-Big Brother. Ich glaube, der Worste kann es nicht sein. Gut, das ist jetzt wirklich dreist aus anderen Formaten zusammengestückelt. Aber eigentlich ist es wie Upcycling. Man bastelt etwas aus Müll und was am Ende rauskommt, ist immer noch Müll. Aber egal ob gut oder schlecht, beim Fernsehen wird sowieso alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist. Beispiele dafür gibt's zuhauf. Nehmen wir mal die BBC-Serie Sherlock. Die läuft seit 2010 sehr erfolgreich. Bevor die aber bei der BBC lief, hatte einer der Erfinder, Stephen Moffat, Gespräche mit dem amerikanischen Sender CBS geführt und denen den Stoff vorgestellt. Allerdings kam es zu keiner Einigung. Ganz zufällig lief dann 2 Jahre nach dem Sherlock-Start bei der BBC, bei CBS, das hier. Sherlock Holmes. Joan Watson. I've decided to resume my work as a consultant here, in New York. Wie bei Sherlock bei der BBC wurden die Figuren in die heutige Zeit versetzt. Bei Elementary halt nicht nach London, sondern nach New York. Und Watson ist weiblich. Übrigens die perfekten Zutaten für eine super Porno-Parodie oder eine mittelmäßige 90er-Jahre-Sitcom. Na gut, jetzt kann man sagen, Moffat hat sich auch nur bei den Romanen von Arthur Conan Doyle bedient. Aber CBS ist bei so etwas ein Wiederholungstäter. Dort startete 2008 The Mentalist. In der Serie gibt die Hauptperson vor, übersinnliche, hellseherische Fähigkeiten zu haben und damit Kriminalfälle aufzuklären. Nein. Ich passe nur gut auf. Das Ganze ist aber nur eine ernste Version der Comedy-Serie Psych mit der gleichen Prämisse, die ab 2006 auf USA Network lief. Aber wenigstens nimmt man es dort mit Humor. You've seen The Mentalist, right? Yes. It's like that. Except that guy's a fake. Right. If I was a fake psychic, it would be eerily similar. Exactly the same. A virtual carbon copy. Doch zurück nach Deutschland. Da hat der Clown eine lange Tradition. Jetzt erzähl mal, was singst du uns heute für ein Lied vor, Marco? Ein graues Haar. Das ist Kinderquatsch mit Michael. Eine Show, die sich so simpel anhört, dass man nicht glauben kann, dass man das Konzept dafür klauen musste. Grundschüler wurden vom Moderator mit dämlichen Fragen gelöchert, durften anschließend ein Liedchen singen, Mama hat sich für eine Spiegelreflexkamera verschuldet, aber das Foto ist es wert, und als Belohnung ging es für die Kinder dann auf eine unbequeme Plastikkuh. Das Problem? Die Sendung ist eine exakte Kopie einer französischen Show, die der ARD sogar 1990 zum Kauf angeboten wurde. Das geht natürlich nicht und deswegen wurde geklagt. Doch der Bundesgerichtshof wies die Klage überraschenderweise ab. Warum und wieso, schauen wir uns jetzt mal an. Denn das Tolle, dank der ausführlichen Urteilsbegründung haben wir jetzt ein genaues Handbuch, wie wir uns eine Fernsehsendung zusammenklauen dürfen. Und genau das machen wir jetzt auch. Fangen wir mit dem Namen an. Als Basis dient uns der von einer richtig erfolgreichen Sendung. Wetten, dass. Exakt so dürfen wir unser Format natürlich nicht nennen, also formulieren wir das Kesse-Wetten, dass einfach um in Wollen wir wetten. Und keine Angst, dieses Vorgehen ist im Fernsehen ganz normal. Beispiel. Die RTL-Nachmittagssendung Mitten im Leben war total erfolgreich und Sat.1 wollte auch ein Stück vom Kuchen. Also machten sie einen Abklatsch und nannten ihn nicht Mitten im Leben, sondern Pures Leben mitten in Deutschland. Pfiffig. Schritt 2, der Inhalt. Das Hauptproblem der französischen Vorlage zum Kinderquatsch war laut BGH, es sei im Wesentlichen aus gemeinfreien Gestaltungselementen zusammengefügt und unterscheide sich darin nicht von anderen, schon lange bekannten Fernsehsendungen. Was bedeutet? Allgemein bekannte Elemente wie Talk, Gesang und eben auch Wetten kann jeder verwenden und das ist ein Jackpot für uns. Aber wir wollen ja nicht, dass es dem Zuschauer auffällt. Deswegen Rekombination mit anderen Elementen ist das Schlüsselwort. Warum also nicht die Wettpaten mit Teams gegeneinander antreten lassen? Ja, und dann ist da noch das Studio. Durfte Kinderabklatsch mit Michael einfach so bei den Franzosen klauen? Laut BGH ja. Denn
dem Bühnenbild fehle die erforderliche Gestaltungshöhe. Sprich, Bänke für Kinder, ein Podest und bunte Farben ist keine große Bühnenbildleistung. Kommt jeder drauf. Anders wäre es zum Beispiel, wenn man die Wall von The Wall klauen würde. Die hat eine wesentlich höhere Schöpfungshöhe, sprich, da hat jemand ein bisschen länger drüber nachgedacht. Hinzu kommt bei Kinderquatsch, dass sich das Set laut Gericht in Anordnung, Ausstattung und farblicher Gestaltung unterschieden hat. Bedeutet für uns, wir ziehen bei unserem Wetten-das-Abklatsch ein bisschen an den Farbreglern und stellen statt dem Sofa eine Theke rein. Aber Vorsicht, man darf nicht alles kopieren. Der Joker bei Kinderquatsch war folgendes. Die für den Erfolg der Sendung maßgebende schöpferische Leistung liege in der ganz eigenen, spontanen, Einfällen folgenden Gesprächsführung des Moderators. Es hängt also am Moderator. Wetten, das zum Beispiel war so ein Riesenerfolg, auch wegen des Moderators. Wegen dem da. Bedeutet also für unser Rip-Off, wir brauchen einen Ersatz, der genauso lustig ist. Vielleicht einen Comedian. Oder besser sogar einen zweiten. Und voilà, schon haben wir eine brandneue Samstagabendshow erschaffen. Naja, okay, habt ihr vielleicht gemerkt, die gibt's schon, läuft bei RTL. Inklusive Baggerwetten. Wollen wir wetten? Bühlen gegen Chris. Ronny aus Dresden wettet, dass er innerhalb von 3 Minuten mit seinem Bagger einen Hotdog mit Würstchen, Salat, Gurken, Zwiebeln und Ketchup zubereitet. Respekt. Aber ist das ganze Clown jetzt ein Problem? Nun, für die Sender nicht, denn die Entwicklung von neuen Formaten kostet sie Unsummen. Da verändert man lieber ein Format, das schon erfolgreich ist und geht auf Nummer sicher. Außerdem kennt der Zuschauer die Elemente schon. Aber es funktioniert nicht immer. Wenn man sich die Quoten von Wollen wir wetten mit Bülent und Chris mal anschaut, dann sehen wir, mit 1,9 Millionen Zuschauern ist das gar nicht mal so gut. Oder die ABC-Sendung The Glass House, die ein Klon von Big Brother war, fiel in den USA beim Zuschauer komplett durch und der Plagiator ABC musste an den Big Brother-Besitzer CBS sogar noch Geld zahlen. Denn merke, wer im Glashaus sitzt, muss mit Scheinen werfen. Oder eben bei der Serie Sherlock, die weltweit eine viel größere Fangemeinde hat als Elementary und mehr Preise abgewandt hat. Also, selbst im Fernsehen gilt, Diebstahl lohnt sich nicht. Auch wenn RTL das wahrscheinlich so sehen würde. Ist dir egal! Hallo meine Lieben, ich bin's, eure Bibi. Und ich werde euch jetzt mal ein Geheimnis verraten. Ich habe diesen Kanal abonniert. Mach du das doch auch! Abonnieren! Sonst schlage ich euch schwindelweich!